Meine Damen und Herren, wenn wir vom Beten sprechen, dann wissen wir schon gleich, wir beten während unseres Lebens. Ist aber Leben eine eindeutige Angelegenheit? Oder wäre es auch wichtig, uns über die Frage zu unterhalten, was eigentlich unser Leben bedeutet? Dann könnten wir auch leichter verstehen, was Beten für uns bedeutet. Gewiss, jeder Mensch hat Momente der Verzweiflung oder des Glücks, wo er dann gerne vielleicht betet. Aber es gibt so viele andere Momente da, vom Alltag, wo das Beten fast vergessen wird, eine ganz untergeordnete Stelle hat. Ich erzähle Ihnen aus der jüdischen Erfahrung, nicht aus der modernen jüdischen, sondern aus dieser, wo die Wurzeln noch mit dem, was dann christlich sich weiterentwickelt hat, noch identisch sind. Ich spreche nicht viel vom Nachher, sondern möchte mich ganz konzentrieren auf dieses Vorher, wo die Spaltung noch gar nicht da ist. Denn vielleicht könnten wir dann eher spüren, dass die Spaltung nun ein Weg in der Zeit ist, der aus einer gemeinsamen Wurzel, aus einer Einheit dann auseinanderging und wieder zu einer Einheit zurückkehren kann. In einer Erwartung, einer Hoffnung, dass die Einheit wiederhergestellt wird. In dieser jüdischen Welt ist es wichtig, gewisse besondere Begriffe näher zu umschreiben, weil sie in der Übersetzung im Deutschen nicht gleich klar sind. Und ich glaube, gerade wenn wir sie aus der Sprache der Bibel selber herausholen, dass sie uns viel mehr sagen können, unser Leben bereichern können. Ich denke schon an das Wort Leben, welches im Hebräischen gleich im Wort Chaim einen Dualismus darstellt. Leben also als eine Zweiheit, als ein Gegenüberstehen vom einen zum anderen. Man erklärt das so, dass das Leben nicht nur dieses Leben ist, welches in der Erscheinung sich darstellt, sondern auch Leben, wo es im Verborgenen ist. Vielleicht sogar könnte man sagen, Leben dort, wo wir von Leben sprechen, aber auch Leben dort, wo wir von Tod und nach dem Tod sprechen. Leben ist nicht eingleisig und eindeutig das, was vom Leben erscheint. Leben ist etwas gleich mit einem Gegenüber. Und da wäre schon auch die Frage, hat das Beten ein eindeutiges Beten und gibt es ein Gegenüber zum Beten? Dafür, wo wir auch beten. Beten wir nicht, wie man oft denkt, im Alltag, im Profanen? Und wir sollten uns fragen, wie und wo wir dann beten. Aber beten wir nicht auch dort, wo man sprechen kann, vom Heiligen, in einer Kirche zum Beispiel, oder zu Hause in einem gewissen Moment, der herausgehoben wird als in anderen Momenten des Tages. Ich glaube, wenn wir vom Beten sprechen, sollte es nicht etwas ganz Abgesondertes sein, sondern vielleicht könnten wir uns vorstellen, nicht als Phrase, als Slogan, sondern einfach ehrlich,
dass unser Leben selber beten wäre. Dass wir nicht uns immer konzentrieren können, aber dass wir während des Lebens im Alltag, dort wo wir Sorge haben oder Freude oder in Verzweiflung oder in großer Ekstase, im Glück stehen, müssen wir dann oder können wir dann Worte benutzen oder ist unser Verhalten schon das Beten? Aber demgegenüber bleibt doch auch das Beten, wo wir sagen könnten, an einem heiligen Ort, an einem heiligen Tag. Sonst wäre Beten etwas Absonderliches, wo man sagt, jetzt muss ich mich konzentrieren und mal beten. Könnte Beten nicht etwas sein für das ganze Leben? Man sprach auch bei der Ankündigung hier von den Psalmen. Und dann denken wir doch auch an den, wovon die Psalmen den Namen tragen, die Psalmen Davids, wie man dann sagt. Und da wäre auch die Frage, wann leben Sie die Psalmen? Sagen wir die Psalmen nur an gewissen Momenten? Oder sagt es in uns fortwährend dies? Denn die Psalmen enthalten alle Seiten, alle Aspekte des Lebens. Ich möchte so gerne, dass als Erfolg dieses Abends uns etwas klar wird, nämlich, dass wir im Leben, wenn wir glücklich sind, das bedeutet auch glücklich mit dem negativen Vorzeichen, also unglücklich oder ungeduldig zum Glück, dass wir dann eigentlich schon beten. Denn Psalmen im Hebräischen bedeutet es nicht Gesänge, wie das Wort Psalm im Deutschen aus den anderen Sprachen ins Deutsche gekommen, dann im Hebräischen bedeutet Psalmen, das Wort lautet dort Tehillim, das kommt vom Begriffe loben, eigentlich bedeutet es wie Hallel, Halleluja, lobet den Herrn, bedeutet Halleluja. Hallel, Tehillim, der gleiche Stamm dieses Wortes Hallel, will sagen, ich bin glücklich und in meinem Verhalten spüre ich im Glücklichsein das Entstehen einer Beziehung zu Gott, eine Beziehung zum Erlöser, zur Erlösung, dass das Glücklichsein nicht sich zentriert im Menschen, wo er dann sagt, ich habe Erfolg gehabt, sondern der Erfolg bringt etwas von einem neuen Gefühl, wodurch wir durchbrechen aus dem Leben, das Alltag ist, in eine andere Welt hinein. So möchte ich dann versuchen, aus der Dualität des Lebens vom Beten zu sprechen. Ich möchte diese Dualität erstmal sehen, wie wir sie selber verstehen können. Denn einfach von Dualismus sprechen, ohne es aus dem Theoretischen herauszunehmen und es uns nahe zu bringen, wäre, glaube ich, sinnlos. Das wäre eine gewisse Philosophie, schön für gewisse Stunden der Muße, aber nicht etwas, das unser Leben direkt angeht. Wir kennen im Leben dasjenige, was wir sagen, wir leben in der Zeit. In der Welt, sagen wir dann auch. Die Zeit kennen wir als ein Phänomen, das fließt. Der Fluss im Bilde, auch im Traumbild, ist das Fließen der Zeit. Zeit fließt wie Wasser. Niemals kann man Zeit wiederbringen. Was vorbei war, ist vorbei, geht weiter im Fluss. Wir können Momente, die wir gelebt haben, nicht mehr zurückbringen. Sie fließen weg. Das ist das Leben, wo wir auch das kausale Denken erfahren,
nämlich wie das Wasser fließt. Es gibt eine Reihenfolge, die Reihenfolge von Ursache und Wirkung, die Reihenfolge, wo wir uns vorstellen könnten, wenn ich brav lebe, kommt mir Gutes. Aber gleich spüren wir schon, wie oft wir sehr enttäuscht werden. Wir haben uns sehr bemüht, gut zu sein, Gutes zu tun, brav und ehrlich zu leben. Und es kam nicht das, was wir erwarten. Und nicht das, was man uns sogar versprochen hatte. Und umgekehrt sehen wir sehr oft, dass Menschen, welche sehr egoistisch, sehr hart und sogar grausam leben, oft im Leben großen Erfolg haben, viel Freunde haben und eigentlich sich glücklich und wohl fühlen. Also die Kausalität, welche wir im Fließen der Zeit glauben zu erkennen, weil Zeit immer eine kausale Reihenfolge hat, erst ist das Gestern, dann kommt das Heute und dann das Morgen. Es ist immer eine Reihenfolge da. Wir wollen so gerne die Reihenfolge im Leben selber, unsere Erlebnisse ins Kausale hineinführen. Gleich könnte man fragen, ich glaube, jeder Christ sollte das fragen, wenn dieses Kausale so ist, dass meine Leistungen je nachdem belohnt werden oder bestraft werden, wo bleibt dann die Liebe? Wo bleibt dann die Gnade? Da wäre das Leben ein sehr gutes Geschäft, die Geldwechsler ein Geschäft ausüben, wo man zuschaut, ob genau der Wert der einen Seite übereinstimmt mit dem Wert der anderen Seite. Und man ist sehr enttäuscht, nennt den Wechsler einen Betrüger, wenn das nicht stimmt. Sind sie nicht oft auch dem Himmel gegenüber verstimmt, dass unsere Vorstellung von Leistung und Belohnung nicht stimmt? Gibt es nur dieses Fließen der Zeit bei uns? Und gibt es nur ein Beten im Fließen der Zeit? Oder gibt es auch vielleicht eine andere Seite, von der wir dann gleich auch sprechen müssten, wo Beten auch einen anderen Aspekt bekommt? Ich möchte so gerne, wie Sie vielleicht jetzt schon spüren, dass Beten zu einer zentralen Sache vom ganzen Leben machen und nicht für gewisse Momente, wo wir dann sagen, das sind große, heilige Momente, wo wir uns fast zwingen müssen, den Moment mitzuspüren, dass er groß ist. Beim Fließen der Zeit sind sie oft, weil es nicht stimmt, wie ich schon sagte, verzweifelt, voller Sorgen. Wäre das Gefühl der Verzweiflung und der Sorgen vielleicht nicht auch schon beten? Ist dieser Mensch, wenn er Dinge erlebt, sogar glaubt, er müsste etwas hassen? Und er denkt dann, er hasst das Böse. Das ist sehr subjektiv. Der eine meint, dass einer sei böse, der andere glaubt, es sei nicht so. Aber er selber, wenn er lebt und nicht anders weiß, so erzogen wurde, gelehrt wurde, seine Erfahrungen brachten ihm das, dann kann es sein, dass er verzweifelt sein kann, wo wir sagen könnten, du brauchst gar nicht verzweifelt sein. Es geschieht dir recht. Sogar wenn es ihm recht geschieht, kann er sich vorstellen, es ist nicht mehr gut zu machen. Ich habe das getan, wer macht mir da das gut? Diese Verzweiflung. Oder hat im Laufe der Zeit Glücksmomente. Ist das Glücklichsein dann etwas außerhalb des Lebens, außerhalb der Beziehung zu Gott? Er ist glücklich und möchte das irgendwie ausdrücken. Muss dann nur sagen, denn
Freund die Schulter schlagen, du bist mir gut, schön und weiter keine Beziehung erfahren und empfinden, keine Beziehung zu Gott. Ich glaube, das Leben wäre sehr getrennt, gespalten. Ein Leben, wo wir denken, das sei ein heiliges Stückchen und das andere, wo wir uns sehnen nach dem. Ich spreche jetzt das Wort Sehnen aus. Vielleicht ist das Leben in fließender Zeit ein Leben einer Sehnsucht. Man möchte etwas erfahren. Im Leben der Zeit erfahren wir zum Beispiel einmal im Zyklus des Jahres Ostern oder Pfingsten naht jetzt. Aber andere Tage ist nicht Ostern und nicht Pfingsten oder nicht Weihnachten. Einmal nur. Warum nur einmal? Warum ist nicht das ganze Leben gezeichnet von Ostern? In der Zeit nicht. Einmal im Jahr ist Ostersonntag, die Mitternacht dann da und da ist das Ostern da. Wir sehnen uns vielleicht während der anderen Tage, dass es wieder Ostern wird. Ostern aber im christlichen Auferstehung, im jüdischen auch eigentlich Erlösung, wenn man das Bild der Bibel nicht nur in fließender Zeit als historisches Bild nimmt, sondern es aus dem Fluss der Zeit hinausnimmt, herausfischt, dann ist es nicht mehr ein historisches gegebenes Datum, sondern ist es auch Erlösung, Auferstehung. Wozu ist also im Jahre sonst nur einmal ein großer Tag, oder zwei, drei, vier, fünfmal im Jahr? Und die anderen Tage sind normale Tage, sagen wir. Ist im Leben es nicht auch so, dass wir hier und da einen großen Moment erfahren und erleben? Und die anderen Tage sehen uns einfach langweilig und wie wir sagen, dann normal aus. Ist aber dieses sich sehnen nicht etwas ganz Merkwürdiges bei uns? Wir sehnen uns nach einem Höhepunkt. Wir möchten, dass der Weg den Höhepunkt erreicht, dass er kommt. Wir können da nichts anderes tun, als uns sehnen. Und dieses sich sehnen bedeutet, ich erwarte, dass so ein Höhepunkt wieder kommt. Ich hoffe, dass er kommt. Ich glaube, dass er kommt. Ist dieses sich sehnen und dieses Leben im Flusse der Zeit nicht eigentlich gerade das, was wir dann sagen können, dort können wir glauben. Wir glauben, es wird kommen. Wir können dort hoffen. Wir hoffen, dass es kommt. Wir können lieben, obwohl wir nicht wissen, ob es stimmt. Wenn alles hier klar wäre, dann wäre das Ganze, wie ich schon vorher nannte, irgendeine Art Geschäft. Ein mechanischer Ablauf. Ich muss dieses tun, bekomme ich das. Hier lebe ich in etwas Unbestimmtem. Ich weiß nicht, wohin der Weg führt. Ich weiß, es können Momente kommen, die groß sind, aber vielleicht im Zyklus des ganzen Lebens, im Zyklus des Jahres, mag sein, dass man Ostern nicht erlebt. Man lebte nur nach Ostern bis vor Pfingsten. Das Leben war nicht das ganze Leben. Man weiß aber irgendwie bei sich selber, es gibt doch diese Möglichkeit, dass Tod nicht tot ist, sondern dass Sterben da ist und begraben werden da ist. Aber ich glaube, es müsste auch Auferstehung sein können, denn wozu denn diese ganze Welt hier? Wozu brauchen wir das denn? Wir spüren, es wäre erst in Ordnung, wenn auch Auferstehung da ist.
Ich weiß aber, ich kann nichts dazu tun. Ich muss warten, dass es kommt. Es ist mir nichts gegeben, keine Technik, auch kein Gebet hier, wodurch Auferstehung sein könnte. Ich kann beten für Kranke, sehe aber oft, dass Kranke kränker werden und nicht gesunden und sterben. Hat das Gebet dann sich nicht gelohnt? War es irgendwie technisch falsch? Und oft denkt, die Leute sagen, wenn Gott so etwas zulässt, dann gibt es ihn gar nicht. Das kann ich zulassen. Ich sehe selber sie ein, dass das gerecht wäre, dass das käme. Und er tut nichts. Ist dieses Leben im Fließen der Zeit vielleicht doch nur diese eine Seite von den beiden Seiten? Die eine Seite, wo wir tatsächlich warten, Geduld haben, nicht diese Ungeduld des Herzens, diese Geduld haben, dulden können, leiden können, aber dennoch spüren, es ist in uns etwas da, ich kann lieben, auch ohne dass der andere mir etwas zurückgibt. Ich liebe, einfach ich mag schenken. Und ich liebe, ich mag hinnehmen. Obwohl der andere mich gar nicht kennt. Dieses Glauben können ist nur in fließender Zeit möglich. Wer glaube, wenn ein Beweis da wäre, dass Glaube sich lohnt, kein Glaube mehr wäre. Wenn ich an Gott glaube und fortwährend werden mir Beweise geliefert, dass Gott existiert, dann ist Glauben auch ein Geschäft wieder. Aber Glauben, wo keine Beweise sind, wo sogar Gegenbeweise gebracht werden und dennoch vollkommen Glauben bleiben, nur das ist möglich in fließender Zeit. Dass die Größe des Menschen, dass er in der Welt der Zeit glauben kann, wo Gegenbeweise geliefert werden, lieben kann, wo der Geliebte oder die Geliebte gar nicht Kenntnis von ihm nimmt oder sich abwendet, ablehnt. Liebt Gott uns nicht, obwohl wir oft uns abwenden, keine Zeit haben oder denken, es ist nicht so wichtig, anderes ist viel wichtiger im Moment? Ist diese Liebe abhängig von dem? Wir glauben manchmal ja, wir wissen es nicht, aber dennoch liebt man. Dennoch betet man, obwohl oft Gebete gar nicht erhört werden. Man kann sagen, ja, es ist schon ein bisschen, aber so oft nicht. Mal gewiss, da sagen andere, das kann Zufall sein. Man sagt sich selber manchmal, Glück gehabt, Pech gehabt. Aber diese Erhörung, man glaubt daran. Und betet weiter, obwohl viele Male nichts erhört wird. Jedenfalls, man sieht, man merkt nichts von dem. Das ist die eine Seite, die Seite des Fließens, die Seite des Weges des Menschen. Er geht seinen Weg, die Zeit fließt. Er ist, wie das Bild das auch sagt, wie der Fisch im Wasser. Er lebt im Fließen der Zeit. Wenn wir dieses Bild uns vorstellen können, dass wir sind wie die Fische im Wasser, die leben in der Zeit, im Flusse der Zeit, da verstehen wir auch das Bild von den Fischern. Wie das Evangelium anfängt, dass Fischer da sind. Man könnte sich fragen, warum gerade Fischer? Es könnten doch gerade auch Hirten sein, die sehr oft vorkommen und doch dort eine Rolle spielen. Aber die Fischer, die da sind und sie Fisch fangen, die mehrere Male da genannt werden, mit gewissen Zahlen der Gefangenen, Fische sogar, dann können wir uns das Bild auch lebendig machen, dass es uns angeht und nicht nur eine historische Tatsache wäre, in fließender Zeit immer weiter wegfließend, wo wir sagen, nun ja, das war weit weg, wie wir sehr oft bei uns das Gefühl haben,
wenn es nur weit weg ist, brauche ich keine Beziehung dazu zu haben. Wir sagen das nicht so grob, wie ich jetzt sage. Es sagt sich in uns oft, ich bin von dem befreit, so lange her, ganz andere Verhältnisse, anderes Milieu, was brauche ich mit dem zu tun haben? Schon ich bestätige das, ich brauche manchmal Betäubung, ein bisschen Rausch, aber es ist weit weg. Die fließende Zeit. Aber wenn wir das uns lebendig machen, wer ist der Fischer? Vielleicht doch auch derjenige, der uns aus dem Fließen der Zeit heraushebt. Dass wir jenseits, gegenüber dem Fließen der Zeit stehen, auf die Zeit hinabschauen und sagen, das ist auch Teil des Lebens. Ich kann das Wasser zum Beispiel trinken, die Zeit in mir aufnehmen, aber nicht ertrinken in der Zeit. Das Ertrinken bedeutet, in Flüsse mitgenommen werden und weiter weg, weit weg, nie zurückkommend mehr. Wie wir oft denken, wenn sterben, das ist lange her gestorben, ganz weit weg, vergessen wir inzwischen. Vielleicht aber ist dieses gefischt, aus dem Wasser rausgefischt werden, eine wichtige Tatsache in unserem Leben. Dass es sich hier dann tatsächlich um etwas handelt, wo wir im Leben das Gleiche erleben. Ist nicht diesem Leben in der Zeit ein Leben auch da, außerhalb von Zeit und außerhalb von Raum? Gewiss fragen wir uns dann, wo finde ich das? Das Leben in Zeit und in Raum kann man messen, kann man feststellen. Das ist Wahrheit, wie man sagt, konkrete Wahrheit. Wo aber wäre Leben jenseits der Zeit herausgefischt? Gibt es bei uns aber gerade diese Quellen, wovon ich vorher sprach, zum Glauben, zum Lieben, zum Hoffen, denn kausal gesehen, nach Erfolg gerechnet, gibt es keinen Sinn, dass man glaubt. Man müsste was tun, leisten, herbeibringen, aber wir glauben, dass es geschieht. Und lieben genauso, man müsste das berechnen, ob es sich lohnt, das Lieben, und hoffen genauso, ob eine Erwartungsmöglichkeit zu berechnen wäre, dass die Hoffnung Sinn hätte. Wir hoffen aber manchmal vollkommen Unmögliches. Und wir glauben an Unmögliches. Und wir lieben oft Unmögliches. Wo kommt das her? Diese andere Seite im Leben möchte ich nach moderner Sprachart nennen, nämlich, ich nenne das, diese andere Seite, das Leben, welches mir nicht bewusst ist. Ich weiß von dem nichts. Das Bewusstsein kommt vom Wissen. Ich weiß von dem nichts. So wie ich auch nicht weiß, wo meine Träume herkommen. Wie gerade das oder jenes träume. Ich weiß von dem nichts. Dennoch weiß ich, ich träume. Ich weiß, in meinem Verhalten sind Dinge da, wo jeder normale, gescheite, tüchtige Mensch sagen würde, tu das, das ist Unsinn. Aber ich glaube doch, ich liebe dennoch und hoffe dennoch. Es gibt also in uns selber dasjenige, das dem Bewussten, dem Wissen gegenübersteht. Im Kausalen wissen wir und wollen wir wissen, und wollen wir berechnen, und das wäre auch richtig. Die eine Seite. Aber die andere Seite sagt uns, und das wäre das alles, das Berechnen, das ganze Denken von dir, wenn ich die Liebe wäre. Dieses großartige Kapitel im Korintherbrief, dieses 13. Kapitel von der Liebe, dieses andere, wo wir spüren, es gibt bei uns eine andere Seite auch, wovon ich nicht weiß. Man nennt sie heute in der
Wissenschaft, die Laien, genauso das Nichtbewusste. Es geschieht unbewusst, nicht bewusst, überbewusst. Es gibt viele Namen für das. Man meint damit nur, ich habe dort keinen Zutritt aus meinem Bewusstsein dorthin, aber es kommt in mein Bewusstes hinein. Ich kann nicht einen Traum bauen vorher, vor Schlafen gehen und sagen, ich möchte genau das und das und das träumen. So gar nicht die Lotto-Nummern kann ich vorher sagen, die möchte ich träumen. Geht nicht. Ich träume, was mir gerade kommt. Aus dem Nichtbewussten kommt das. Es kommt uns also aus einer anderen Seite unseres Lebens, kommt uns etwas, eine Mitteilung hierher. Könnte man sagen, diese Seite des Lebens, das Bewusste, die Seite, wovon ich weiß, wovon ich Kenntnis hier habe, ist dieses Leben, und das andere vielleicht ist der Himmel. Ist der Himmel weit weg? Oder ist der Himmel in unserem Herzen, in unserem Mund? Nicht wer steigt hinauf aus dem Himmel, wer geht jenseits der Meere, sondern in euch selber, in uns selber. Auch hier, wenn wir Beziehung haben und Geduld haben, könnte sein, dass wir das Ganze in uns selber spüren. Dass das Ganze in uns ist, dass Gott in uns wohnt und wir in Gott sind. Das ist nicht eine Sache einer weiten Distanz, historisch, in der Zeit, Jahrtausende oder im Raum, ja, Millionen Lichtjahre weit weg. Wo im Raum überhaupt? Es ist leerer Raum, sagen wir. Ist es hier nicht eben eine Folge der Beziehungslosigkeit, wodurch wir, gerade weil es beziehungslos wird, gerade deshalb anfangen, Distanzen zu sehen. Es ist keine Beziehung mehr in der Zeit oder im Raum. Aber wenn wir Beziehung haben und empfinden und suchen, könnte es sein, dass wir es in uns entdecken. Ich möchte zu diesen beiden Seiten des Lebens ein Bild geben, wodurch wir sehen, aus einer Geschichte, aus einem Bild, diese beiden Seiten aufzubauen. Man könnte es auch philosophisch tun, es wäre aber sehr schwierig, müsste dicke Bände schreiben dann und keiner versteht am Ende mehr, was da gemeint wird. Andere Meinungen kommen auch. Ein Bild aber, ein biblisches Bild, wo kommt das her? Wir sagen, es kommt vom Heiligen Geist. Was ist das Heilige? Ist das Heilige das Fließen der Zeit? Oder ist das Heilige das Ewige? Wo die Zeit keine Rolle spielt. Denn das Heilige nicht dort, wo der Fischer steht. Und Sie kennen alle doch die Symbole des Fischers, den Fischerring, die Bischofsmütze und so weiter. Und den früheren Freitag mit den Fischen und so weiter. Er ist heute auch noch, ich weiß nicht so genau. Aber wir kennen die Begriffe der Fische. Das will sagen, der Fischer ist eben dieses Heilige, jenseits der Zeit stehend, nicht unterworfen den Flüsse der Zeit, den Vergänglichen, den Tod, den Verschwinden, sondern des ewigen Lebens. Verstehen wir vielleicht deshalb dann auch, wenn Jesus hier lebt, dass selbstverständlich dieses Sterben und Auferstehen kommt, weil hier allein in fließender Zeit wäre er auch eine große historische Figur gewesen und vorbeigeflossen. Der Heilige Geist aber erzählt uns die Bilder, welche nicht nur dort sind, sondern durch das Wort dort sind, aber das Wort bringt es uns auch hierher. Wenn ich von Bildern spreche, benutze ich Worte. Wenn Bilder sehen,
denke dir an Worte. Wir erfahren die Bilder. Wenn ich also biblische Bilder nehme, sind es keine Bilder aus einer orientalischen Welt von einigen Jahrtausenden her, wo die Leute, alle die Araber gekleidet gehen, wo sogar Minaretten sieht, sondern es sind Bilder aus dem Ewigen, wo erzählt wird, dort ist das Gleiche wie hier. Aber dort siehst du es nicht in fließender Zeit, sondern siehst du es in seiner ewigen Gestalt. In der Gestalt, die ewig ist. Wer sind wir selber in fließender Zeit? Sind wir diejenigen, die wir waren bei der Geburt? Oder diejenigen, die wir waren in der Pubertät? Oder dann, wenn wir erfolgreich im Leben sind? Oder ganz, wenn wir ganz alt sind? Wer sind wir? In fließender Zeit wissen wir nicht, wer wir sind. Man kann die Summe von all dem. Waren wir aber ja vorher schon unsere Seele bei Gott. Und nachher bei Gott ist nur das Leben, die Existenz in der Zeit unser Sein. Nein, das Sein ist eben nicht nur in der Zeit, es ist immer da, ewig da. Deshalb, wir wissen sogar nicht, wer wir selber sind. Unser Bild ändert sich auch. Wir sehen anders aus. Manchmal erkennt man das von Tag auf Tag, manchmal nur von Lebensphase zu Lebensphase. Aber wir spüren, es gibt für uns ein anderes, ein neues Aussehen. Wenn wir also sprechen von inspiriert vom Heiligen Geist, bedeutet es, es sind Bilder, welche ihren Ort im Himmel haben, aber die durch das Wort auch hier sind und auch hier erscheinen. Denn das Wort wird Fleisch. Es bedeutet, es wird hier, es kommt in die Erscheinung. Im Hebräischen ist Fleisch, das Wort für Fleisch, das gleiche Wort wie Botschaft. Fleischwerdung ist eine Botschaft bringen, eine frohe Botschaft, ein Evangelium bringen. Dass wir sagen, nicht, dass hier ist das Fleisch da, wie viel Fleisch, wie wiegt es, wo war das genau, sondern die Botschaft mit dem Fleisch kommt eine Botschaft mit. Jede Fleischwerdung ist Botschaft. Wenn also wir sprechen vom Geschehen hier, ist es wichtig, dass wir das Bild sehen in beiden Welten. Nicht nur der Seite des Lebens, des Fließens der Zeit, denn dann ist es nur und nur entmythologisiert. Wenn wir aber es auch sehen als jenseits der Zeit, dann wird das Erlebnis in der Zeit, bekommt Leben. Dann träumt es, kann man sagen, von dort her. Das Reich in der Welt kann nur durch das Reich des Himmels kommen. Und nicht, indem wir selber ein Reich hier bauen. Das Bauen des Reiches hier ist der Turmbau zu Babel. Man versucht, mit Materie der Welt den Himmel zu erreichen. Es kommt eine große Verwirrung. Nicht, dass die verschiedenen Sprachen kommen, sondern der Mensch selber ist in sich selber, in seinen Begriffen verwirrt. Wir wissen nicht mehr, was wir meinen, was wir wollen. Wir können nur erwarten, dass uns die Botschaft vom Himmel kommt. Wenn aber Himmel etwas ganz Nahes ist, dann kann ich sagen, so nah bei mir, in Herz und Mund, dieser Ausdruck, doch, der im Römerbrief benutzt wird und auch im 5. Buch Mose etwas ausführlicher vorkommt, dieser Ausdruck sagt uns schon, nicht so weit weg. Die naturwissenschaftlich sagen, wie weit ist er weg in Zeit und in Raum, sondern ist es in unserem Leben da. Da bekommt unser Leben einen Wert, eine Verantwortung, einen Sinn. Sonst sind wir so kleine Bürger, die unsere Arbeit tun und dann weiter zuschauen, wie es weitergeht und vorstellen, irritiert sind, weil es immer weiter fließt, das Leben, und wegfließt. So möchte ich
dann also die erste Stunde beschließen mit dem Worte für Gebet in Hebräischen. Gebet in Deutschen, beten, bieten und bitten, das wissen wir schon. Das wird jeder sich selber schon gedacht haben. Darbieten und so weiter. Aber im Hebräischen hängt das Wort Gebet zusammen mit dem, man könnte sagen, hinfallen, sich hinwerfen. Es bedeutet, ich erwarte die Gnade von oben. Ich tue nichts. Ich bin platt hingeworfen. Das sagt schon, in der Zeit sind wir schon platt hingeworfen. Wir können gar nichts tun. Aber wir können warten, weil wir aus dem Leben wissen, es gibt sogar bei mir Liebe. Und wenn bei mir schon, dann nicht bei Gott. Es gibt so bei mir Glauben. Wird Gott mir nicht Glauben schenken? Das Wort im Hebräischen für Glauben, das gleiche Wort wie für Vertrauen und für Treue. Das gleiche Wort, Emunah. Das Wort Amen bedeutet, ich glaube. Aber auch ich bin treu. Auch ich vertraue. Dass sie sagen, hier das hebräische Wort für beten sagt, abwarten im Bilde des Hingeworfenseins, des Hinfallens. Ich kann nichts tun, ich bin überzeugt aber, dass es mir kommt und das ist wichtig, so wie es mir kommt, mir ganz gewiss nur zum Guten kommt. Ich kenne nur den Zeitabschnitt, in dem ich lebe, wovon die Zeitgeschichte spricht. Ich weiß nichts von früher und später. Ich kenne höchstens meine Großeltern, selten Fall Urgroßeltern. Ich kenne Kinder, Enkelkinder, mal auch Urenkel. Aber weiter nicht. Was weiß man? Man urteilt, weil man ungeduldig ist. Wenn man aber sagt, ich werfe mich hin und vertraue, dass es mir schon so, wie es kommt, kommt es. Das bedeutet, im Hingeworfensein erlebe ich Verzweiflung, aber tröste mich in der Verzweiflung. Trösten, das Wort trösten, hat auch, ist auch ein Name des Gesalbten, des Messias. Menachem, der Tröster. Menachem wird auch genannt, der Tröster. Es will sagen, schau, ich weiß, wie das Ganze ist. Ich kenne die andere, die nicht wissende, die nicht bewusste Seite. Von dort her weiß ich es und von dort her sage ich dir, es ist gut, wie es geht. Es ist richtig, dass es getröstet wird. Nun, mit diesem Begriff vom Beten und weiteren Bildern möchte ich dann in der zweiten Stunde weiter erzählen. Ich hoffe, Sie haben in der ersten Stunde jedenfalls die beiden Seiten von Leben gespürt, dass es die gibt. Nicht eindeutig, sondern gerade wenn ein Paradox so gewaltig in der Spannung, der Verantwortung lebend, im Gefühl, dazu bin ich da. Ich frage mich und kommt eine Antwort, ja oder nein. Ich bin sehr wichtig da. Man wartet auf mich. Nun, damit möchte ich die erste Stunde dann abschließen und dann in der zweiten weiter erzählen.